Ja, liebe Leute, es geht endlich, endlich, endlich los. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Hogwarts Legacy. Es geht endlich los. Das Spiel, auf das ich so ewig schon gewartet habe, seit Februar gewartet habe. Und ja, nur wenn ich am Start habe, also tatsächlich sogar etwas früher, als ich eigentlich das erwartet hatte. Ich habe mir tatsächlich jetzt die PS5 gegönnt. Und ja, es geht los. Und ich freue mich, wie gesagt, dass ihr dabei seid bei meinem eigenen Abenteuer hier in Hogwarts. Auf der PlayStation 5, mein allererstes Projekt auf der PlayStation 5 ist das. Und ja, wir haben einen Brief bekommen. Und zwar, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt natürlich am 1. September, wie man das auch aus den Harry Potter-Filmen kennt, obwohl das Spiel ca. 100 Jahre davor spielt, nur so nebenbei. Ich habe mir keine Trailer, keine Gameplays, keine Informationen, nichts. Ich habe mir selbst die Facebook-Gruppe habe ich auf stumm gestellt, damit ich nichts wirklich mitbekomme. Ich möchte dieses Spiel komplett blind und von null auf mit euch erleben. Ich möchte alles selber erkunden, ohne irgendwas zu wissen. Und ja, wie gesagt, deswegen war ich übelst gehypt und ich bin endlich froh, dass es jetzt endlich klappt. Dieses Spiel wird jetzt Slot um 16 Uhr einnehmen. Und es geht endlich los. Es geht endlich los. Ja, ich bin so gehypt. Ich habe Bock drauf, gerade auf dieses Spiel. Und jo, schauen wir mal vor. Also, die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt, werden Sie auf Ihrer Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftmäßigen Beschränkung der Zauberei Minderjährige die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Also, wir sind jetzt 16? 16, ja, doch. Weil 15 Jahre, ne? Aufgrund Ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Elisa Fick Ihnen dabei hilft, Ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor Sie von London zum Schloss begleitet, wo Sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen, Mathilda Weasley, stellvertretende Schülerleiterin. Muss also quasi irgendwann eine keine Ahnung wie oft vorfahren, der Weasleys, die man ja aus den Harry Potter Filmen kennt. Ja. Das muss man quasi mehr oder weniger dann ja, das muss man wissen. Wir werden einige bekannte Namen haben, definitiv, die dann quasi wieder mal wieder auftauchen. Aber wie gesagt, dieses Spiel hat mit Harry Potter an sich nicht allzu viel zu tun. Oder eigentlich gar nichts zu tun, außer Hogwarts. Na gut, gehen wir auf jeden Fall mal rein. Los geht's. Wir dürfen uns heute einen Charakter erstellen. Ich werde es so weit wie möglich hinbekommen, versuche mich hinzubekommen, mich selber zu erstellen. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich weiß einzig, welches Haus ich nehme. Das ist eigentlich, sollte relativ klar sein. Für mich zumindest. Und ja, aber gehen wir erstmal in die Charaktererstellung rein und schauen wir mal, was jetzt heute noch so bei uns zukommt und was heute so passiert. Wie gesagt, das ist mein erstes Gameplay von der PlayStation 5. Und ich habe geguckt, ob soweit alles funktioniert mit den Tonaufnahmen und alles drum und dran. Falls es euch noch ein bisschen zu laut ist, dann bitte meldet euch, dass ich noch ein paar Sachen umstellen kann. Ich blicke noch nicht so ganz zu 100% durch. Es ist alles für mich noch Neuland. Hogwarts Legacy ist auch das erste Spiel, was ich mir installiert habe, damit ich heute Nacht quasi noch anfangen kann. Ja, los geht's. Ah. Endlich. Also gut, gucken wir uns mal nach, was wir so haben. Ich würde sagen, wir gucken erstmal nach einem Foto, was es geeignet wird. Ich bin weiß. Also, mal gucken wir mal hier gerade. Ich glaube, wir können nicht. Vielleicht ist hier. Ne, das ist weiblich, ne? Haben wir nicht irgendwie einen männlichen Charakter? Der haben wir schon eigentlich. Okay, das können wir jetzt mal kurz checken. Okay, das ist eher weiblich mit Bushikus. Warte mal kurz gucken. Ich muss mal gucken. Steht aber nicht dabei jetzt. Das könnte Frisur hier sein. Augen raus. Okay. Dann werden wir uns erstmal diesen Charakter hier nehmen. Das kommt sogar schon ziemlich hin. So ein bisschen. Na gut. Nehmen wir auf jeden Fall erstmal den Charakter hier.
Ich denke, das passt soweit für mich. Gesichtsbekleidung. Okay, müssen wir mal gucken. War irgendwie... Entschuldigung. Nee, das ist Gesichtsform. Nee. Auch die Sommersprossen, die werden wir auf jeden Fall gucken, dass wir die gleich wegnehmen. Ich glaube, viel wird heute nicht allzu viel passieren. Stellen wir bis zur Auswahlfeier oder was auch immer, wenn wir machen. Aber gucken wir dann einfach. So, Brillen brauchen wir nicht. Ich trage auch keine. So, gut. Nee, ich denke, so passt das. Hautfarbe. Warte mal, das ist jetzt immer weiter nach dunkel. Ich, wie gesagt, ich bin weiß. Ja, ich denke, so, das passt so. Brillen brauche ich jetzt keine. Frisur wahrscheinlich, ja? Ja. So, jetzt müssen wir gucken, was wir haben. Ja, das könnte... Das passt soweit sogar schon. Ja, doch. Würde sagen. Ja, Farbe. Ich bin braunhaarig. Also quasi zwischen dunkelblond und braun. Warte mal kurz. Das könnte gehen hier was. Ja, nehmen wir das einfach mal. Dann haben wir die Gesichtsmerkmale. Die Sommersprossen habe ich gerade gesagt, die nehme ich auf jeden Fall erstmal raus. Die habe ich nämlich keine. Gesichtsfarbe lassen wir soweit. Name und Markierung brauchen wir nicht. Damit ist das soweit okay. Jetzt gehe ich über die Augen. Augenfarbe, ich habe blaue Augen. Das Problem ist, es ist schwierig zu erkennen teilweise. Ja, so ist okay. Farbe passt soweit eigentlich. Doch, passt soweit. Das ist... Na, warte mal. Ja, das ist okay. Gut. Schließe deinen Char ab. Okay. Stimme 1 oder Stimme 2? Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Na, etwas dunkler schon irgendwo, ne? Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Wunderbar. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Ja, nehmen wir das hier mit. Ich bin zwar noch Schüler, aber... Das war gar nicht schlecht. Okay, das ist weiblich. Von hier aus kann's losgehen. Oh, das sieht schlimmer aus. Hört sich dunkel. Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Gut. Eine kleine Spielerausforderung. Wir werden das ganze Ding auf normal spielen. So. Da ich Schlafsaal natürlich Zauberer, wir spielen natürlich männlich. Wir brauchen nicht Hexe zu spielen, sondern Zauberer. So, jetzt muss ich, jetzt kommt der schwerste Teil. Alle viele in meinem Namen wissen, wie ich heiße. Ich werde mich aber nach einem bekannten Zauberer nennen, weil ich die das einfach ein bisschen faszinierend finde. Deswegen werde ich mich mit Nachnamen Malfoy nennen. Meine richtigen Nachnamen braucht ihr zumindest über YouTube nicht zu wissen. Das halte ich mich gerade ein bisschen zu erdeckt. Klar, wenn ich das Video in irgendwelche Gruppen poste, dann ist klar, dass die Leute da auch mal Nachnamen nehmen, aber im Öffentlichen brauche ich es nicht. Wir spielen also quasi ein Vorfahren der Malfoys. Ich finde die Geschichte an sich sehr cool. Ich finde auch die Charaktere sehr geil. Ich bin eher so ein bisschen tatsächlich die böse Seite. Wir werden also quasi eher ins Dunkle gehen, in diese dunkle Materie reingehen. Das ist, denke ich mal, sollte soweit eigentlich klar sein. Und damit ist es eigentlich auch schon fast klar, welches Haus ich nehmen werde. Für die Leute, die es noch nicht wissen, mal schauen. Oh, das passt so. Eigentlich ist Malfoy ja blond, ne? Oder allgemein ist sie gefallen. Aber wir nehmen es als trotzdem. Wir nehmen uns rein und beginnen einfach so unsere Reise, wie es ist. Bevor ich mich jetzt ewig hier mit den Charakteren habe. Also ich will so gucken, dass ich so zwischen 20 und 25 Minuten noch alle. Aber gehen wir erstmal rein in die Story. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja. So schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt.
Mit ihrem eigenen werden sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fee. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eliasar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eliasar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Das traut oder was? Unsichtbare Pferde, die man eigentlich nur sieht, wenn man dem Tod begegnet ist. Und damit nochmal ein herzliches Willkommen zu Let's Play Hogwarts Legacy. Ein Spiel, wo ich so übelst drauf gehypt bin. Ich freue mich richtig, dass ich endlich auch loslegen kann. Und ja, wir spielen die PS5-Version. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Macht natürlich Sinn, ne? Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eliasar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eliasar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Ich schon. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir müssen das... Hoppala! Das sind die Zestrale. Das ist ein Drache. Ja.
Alles in Ordnung? Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. So, dann heilen wir uns mal. Wir haben insgesamt 4 Stück davon. Jetzt noch 3 natürlich. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Gute Frage, nächste Frage. Ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. So. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum? Das ist halt die große Frage, ne? Wir werden es hoffentlich bald rausfinden. Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Okay. Auftrag gestartet. Der Weg nach Hogwarts. Erste Aufgabe ist, Professor Fig zu folgen. Professor Fig dachte ich jetzt gerade an die alte Dame aus den Harry Potter Filmen. Aber ich glaube, auch das dürfte schon ein bisschen. Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. So. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam, aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Okay. Nach Beweisen für verlorene Magie gesucht. Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist, obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Durch Eindrücken von L3 können wir tatsächlich auch sprinten. Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns Ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. So. Ausgezeichnet.
So, nutzt deine Kamera, um aktives Ziel auszuwählen. Einige Spielerinnen bevorzugen es, Ziel auszuwählen und den Avatar mit demselben Stick zu bewegen, indem sie die kamerabezogene Zielerfassung in den Einstellungen deaktivieren. Okay. Wir werden hier jetzt gerade nur ein bisschen Grundlage. Schaut mal gucken, ob da nicht irgendwas so ist. Aber zumindest macht es ein bisschen einfacher, jetzt auf die Dinger zu zielen. Ja. Ich bin nur gerade ein bisschen am Rumspielen. Nicht mehr weit. Gleich davon. Ups. Ist das super? Der Zauberspruch? Könnte, ne? Bleiben Sie ruhig! Ich mach doch gar nichts! Okay. Also mit der 2 können wir Zauberstäbe machen, mit Steuerkreuz unten können wir teilen. Soweit weiß ich schon mal. Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Die Minikarte zeigt eine Umgebung an, die mit dem pinken Dreieck in der Mitte. Dies ist dein aktuelles Ziel mit dem gelben, okay. Nee, das behalten wir erstmal. Wir können Steuerkreuz hoch machen, um alles runter zu machen, aber. Nun ja. Also, suchen wir mal das ganze Ding. Es ist eine Art Wandbild. Hm. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Okay. Gut. Aber irgendwie weiter. Warte mal. Warte mal. Ist das Wandbild irgendwie zerstören oder so? Nee. Da müssen wir wahrscheinlich hier außen durch. Warte mal, hier ist noch was zum Untersuchen. Vielleicht war dies sein Zuhause. Könnte. Aber scheinbar müssen wir hier außen rum, ja. Ich muss natürlich nicht jetzt jede einzelne Vase. Der verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Was ist das? Professor Fitz. Ich höre auch. Seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? So große Frage, nächste Frage. Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Stimmt, ja. Bitte, was? Bei Godrics Herz. Psst. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Wir sind nicht alleine. Wir sollen den Kobold aufficken. Aber das, liebe Leute, machen wir in der nächsten Folge.
Und bis dahin, morgen um 16 Uhr, wenn wir uns wieder am Start sind, auf unserem Weg nach Hogwarts. Bis dann. Tschüss. Thank you.